gehen wir natürlich wieder zocken. Wer mal in Namibia war und hat eine Safari gemacht, der kennt die Big Five. Und so ähnlich ist es hier auch. Heute schauen wir mal nach den Big Five. Hecht, Barsch, Seeforelle, Saibling und Renke. Die Fische, die wir fangen können. Und natürlich alles mit dem Zocker. Ah, der nimmt Schnur. Das sieht ja so typisch aus. Ja, gut. Jetzt gleich. Jetzt sagt die Kamera. Cool. Boah, Schuhe nimmt. Schuhe nimmt. Komm her. Komm schon. Ah, der ist aber auch nicht schlecht. Aber nicht so groß wie eben der. Zwei möchte ich gerade sagen. Warum Teil 2? Den ersten Teil von Pelagisch auf Saibling, den habe ich im Frühjahr geschossen. Das war jetzt zu einer Zeit, wo ich das überhaupt erstmal ausprobiert habe. Wo ich dann gemerkt habe, okay, das funzt. Jetzt haben wir die ganze Saison fast über, jetzt ist es September. Und habe also die ganze Zeit auf Saiblinge gezockt, das muss ich gestehen. Ich bin so ein bisschen von der Seeforellenschlepperei weg, weil ich das so spannend fand. Ja, wenn ich zurückblicke, eine Saison Saiblingszocken, auch mit den Beifangen, mit den Bissen, was du da alles hast, das ist mega spannend. Das hat mich einfach nicht losgelassen. Ich gesagt habe, okay, Freiwasserfischen ist für mich neu, relativ neu, aber es ist deutlich ertragreicher als alles andere, sage ich mal. Spannender, die Fische sind größer, es ist mehr möglich. Und deswegen hat mich das jetzt nicht ganz losgelassen. Jetzt habe ich so ein paar Erfahrungen gemacht. Das eine oder andere will ich vielleicht auch ein bisschen relativieren. Beim Gerät zum Beispiel, ja. Habe ich gesagt, 18er mache ich immer noch, wenn ich flach fische. Flach. Du bist 20 Meter. Ist eine 18er ganz gut. Wenn es tiefer geht, habe ich aber festgestellt, nehme ich jetzt eine 21er. Die hat nicht so viel Dehnung, weil ich habe doch an der geflochtenen rund 5, 6 Meter Vorfach dran. Weil ich nämlich auch eine gelbe Schnur fische. Warum das? Bitte? Ich fische jetzt eine gelbe Schnur, dann kann ich ein bisschen besser schauen, in welche Richtung das da geht. Und naja, eine gelbe Schnur in glasklarem Wasser ist jetzt so ein bisschen wie ein Stoppschild, so hallo, da bin ich, nicht beißen und so. Und deswegen nehme ich halt 5, 6 Meter Vorfach. 21er jetzt, dann habe ich noch was anderes festgestellt. Das ist die Größe vom Zocker. Jetzt habe ich hier einen relativ großen, also dieser hier hat sich bewährt, der ist von Sibile oder Seabile, was weiß ich, wie das heißt, aus Amerika. Der ist relativ schwer, hat 18 Gramm, den gibt es sogar noch schwerer. Und ich fische jetzt fast nur noch relativ große Köder, weil ich gemerkt habe, da gehen die Kleinen nicht so gerne hin. Und die will ich ja auch gar nicht. Also lieber ein bisschen weniger. Ich meine, gut, nachdem ich jetzt ein Jahr gefischt habe, hast du natürlich Erfolg und dann geht da mal ein 26, 27, 28er hin. Aber ganz ehrlich, ich will die gar nicht haben. Also mein Ziel ist es, Saibling ab 30 plus. Weil dann sind sie auch schon mal ein bisschen dicker und so. Und die alles, was unter 30 ist, lasse ich in der Regel schwimmen. Es sei denn, er hat ganz unglücklich gebissen oder so, das ist klar. Aber mit so einem großen Köder, so als Vergleich, ja, ist man ganz gut beraten und geht auch gerne mal eine Seeforelle. Ja, ja, da bin ich natürlich wieder bei meinem Thema. Es war mehr Zufall, möchte ich mal fast sagen, weil ich ja nicht gezielt auf Seeforellen fische. Also da müsste man sich wahrscheinlich gezielt auch mal drauf einschießen, wo die wohl sind. Die Frage kann ich euch bis heute noch nicht beantworten. Wo die Seeforellen, in welchen Höhen, sind die im Freiwasser? Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es auf dem Echo auch noch nicht ausmachen können, dass ich gesagt habe, oh, das ist eine Seeforelle. Selbst beim Hecht habe ich immer noch Schwierigkeiten.
Ich fahre ja viel auf dem See rum und muss feststellen, so die richtigen absoluten Kracher-Echos, wo ich sage, das kann nur ein Fisch sein, 60, 70 Zentimeter und größer, weiß ich nicht so richtig, habe ich noch nicht so ganz raus. Vielleicht bin ich aber auch an der falschen Stelle unterwegs, kann auch sein. Auf jeden Fall fahre ich wirklich raus ins Freiwasser. Und weil wir ins Freiwasser rausfahren, ist es auch relativ wurscht, wo du fischst, Hauptsache im Freiwasser. Das heißt für mich, also ab 50 Meter abwärts brauche ich das Wasser unter mir. Und interessanterweise, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, so spät Frühling geht das schon los, ein bisschen Sommer, Hochsommer. Solange du nicht mindestens 40 Meter Wasser unter dir hast, besser 50 und tiefer, kommen die großen Schwärme gar nicht vor. Oh, da sehe ich schon, da geht es gerade los auf dem Echo, ihr könnt es nicht sehen, ich doch. da sind große Saiblinge unterwegs, da muss Fatih jetzt aber gerade mal reinhalten. Kann ja ein bisschen weiter erzählen. Und sollte da gleich was beißen, kann ich auch umdrehen, ist ja kein Ding. Das sind aber schöne Echos. Jetzt haben wir heute leider viel Wind. Das Thema bleibt, das Kajak kann das, das Ruderboot nicht. Und man muss halt ein bisschen rumfahren. Das kannst du mit dem Ruderboot aber nicht leisten, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt Saiblinge, Schwärme suchen. Das ist echt total beknackt. Weil wenn Wind ist, du bist sofort weg vom Fenster. Ja? Du treibst sofort weg, drehst dich und so, kannst den Zocker nicht auf der Stelle halten. Das ist alles nicht so super. Und da ist das Kajak natürlich, sag ich mal, der Bringer. So, jetzt bin ich da, ich fische jetzt gerade mal, ich komme um 20 Meter gerade vorbei. Und zwischen 20 und 25, huhu, da habe ich ein paar schöne Echos. Gespannt. Manchmal hast du Glück oder kriegst du gleich einen richtig schönen. Ich zock mal. Oh, sie reagieren auf den Zocker. Das merkst du sofort, wenn sie die Höhe verändern Richtung deinem Zocker. Den kann ich ja sehen. Schöne Sache. Und manchmal ist es so, hast du echt einen großen. Ich hatte jetzt mal einen 44er. Boah. Hier kam der Zocker runter. Ich habe schon gesehen, gut, großes Echo. Da schoss der hoch. Also, da war doch nur 5 Meter weg. Da hat das eingeschlagen. Und ich sag mal, ein 44er Saibling an dem feinen Zeug, das war schon Hausen. Im Freiwasser. Nicht irgendwas Großes. Aber was soll es? Das ist ein großer Saibling, der vielleicht auch mal rechts, aber ich schätze, der hat einen Wachen. Was ist das? Ein Mörder Saibling, aber legt mich am Ärmel. Aber was für einer. Schaut euch das an. Boah, was für ein Saibling. Ach du liebes Bisschen. Ach du dickes Lieschen. Was für ein Uschi. Lustig, direkt unterm Boot. 5 Meter. Schöner Saibling. Ja, die sind dann auch schon mal ganz flach. Jetzt, wo kein Wind ist und so, kommen die hoch. Ich hab schon mal was. Ja, und den hat er auch wieder voll genommen. Das ist wunderschön. Tolle Sache. Boah, ja, Wahnsinn. Boah, der hat 40, wa? Könnte schon hinkommen. Mal gucken. Ich kann noch wieder hinterher schon. Einmal hier. Da ist es. Ja, weiß ich. Mein Reden. So Petri, geil. Das ist der 40er.
38, 37, egal, toller Fisch. Glückwunsch! Da lacht er. Yes! The Big Five. Renke haben wir, Barsch haben wir, Saibling haben wir, Seeforelle und Hecht. Na, ich hab's ja Vorstellung. Schauen wir mal was. So, da haben wir was anderes. Wenn das ein Saibling ist, ist es ein guter. Auf den Zocker. Wir kommen dem Big Five näher. Ja, ich bin so ein bisschen auf der Pirsch. Mitten im Freiwasser. Große Schwärme, irgendwas, was man zockenderweise irgendwie anfischen könnte, aber auch nichts Gescheites gefunden. Das sind so die Kleinen, die wollen wir ja nicht. Big Five, was haben wir jetzt? Barsch hatten wir, Renkehammer, Saiblinghammer, okay, Hecht und Seeforelle. Seeforelle ist natürlich der schwierigste Kandidat. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch Glück haben. Aber warum denn nicht? Gestern auf dem See war genauso wie jetzt auch. Da sind zwei Kameraden hochgekommen, also der erste hat eine Bugwelle gezogen, aber bestimmt 10, 15 Meter, volle Granate. Immer rechts, links, quer durchs Wasser. Da vermute ich, das wird schon eine Seeforelle gewesen sein. Und der andere, der hochgekommen ist, war ein Hecht, den habe ich sogar gesehen. War nicht weit weg, 20 Meter vielleicht. Ein riesen Lappen, hat's Maul aufgesperrt. Da sind dann zwei Fische, habe ich noch wahrgenommen, die auseinandergestoben sind. Als er da durchs Wasser gebrochen ist. Das war schon echt ein Szenario. Super. Also, ich schaue noch ein bisschen. Hab da noch so eine Stelle, die fahre ich mal an, mal schauen, ob da was geht. Wenn nicht, mein, dann eben nicht. Naja, der Big Five auf dem Zocker. Jetzt haben wir immerhin noch mal den Hecht erwischt, ja. Ist er. The Big Five. Alles was fehlt, ist die Seeforelle. Geht alles.